So Leute, da sind wir beim nächsten Video und dieses Mal habe ich mal wieder ein Pre-List-Kit für euch und zwar ein englisches. Ich habe noch nie englische Pre-List-Kits aufgemacht. Das wird mein allererstes englisches Pre-List-Kit. Das Pre-List-Kit wurde mir zur Verfügung gestellt von dem lieben Fabian. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Die ganzen Herr der Ringe-Sachen, die jetzt in nächster Zeit kommen, sind alle von Fabian gesponsert. Und unterstützen mich dabei, meine Videos zu produzieren. Und wenn auch ihr mich unterstützen wollt, ich habe Patreon. Dieses Mal mache ich den Disclaimer ganz am Anfang. Und ihr seht hier ein paar lustige Namen eingefügt. Und zumindest aktuell noch, es wird sich wahrscheinlich ändern, lese ich die Namen noch vor. Und ab einem gewissen Level kriegt ihr auch so einen kleinen Bonus und nochmal so ein kleines Dankeschön von mir zurückgeschickt. Und das ist ab dem Thalia-Level, die ich auch hier vorlese. Deshalb nochmal explizit vielen Dank an alle meine Patrons, aber einen besonderen Dank natürlich an die Personen im Thalia-Level, namentlich Christoph K., Dr. Alzheimer, Fabian, ist ein anderer Fabian, muss ich immer wieder dabei sagen, General Götterspeise, Patrick von MTG mit Patrick, Phil, Siren, King Kasma und Tanzwurst. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, was dieses englische Pre-List-Kit auf uns, für uns zu zeigen. Made in Belgium, manufactured in China. Spannend. Wie gesagt, ich habe noch nie ein englisches Pre-List Kit aufgemacht. One Ring to rule them all. Geil. Mal gucken, was wir hier drin haben. It's dangerous business. Frodo's going out the door. You step onto the road. First feed. There's nowhere where. Geil. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, sie haben hier sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Da unten ist auch noch die Hobbit-Höhle. Man sieht es nicht vom Licht her. Es tut mir leid, sie ist da. Glaubt mir, sie ist da. Und wir gucken mal rein. Wir haben erstmal einen Würfel in schwarz-rot. Gar nicht so hohe Qualität, wenn ich mir das mal angucke. Das da geht normalerweise besser. Dann haben wir so ein Inlay von hier drüben. Dann haben wir hier eine, wie man ein Pre-Release-Deck baut. Dann haben wir eine Ding-Karte. Dann haben wir eine Primrose-Promo-Karte. Die machen wir gleich auf. Und dann Universe Beyond Draft-Booster. Ich habe ja bisher nur Set-Booster aufgemacht. Dementsprechend mal gucken, was die Draft-Booster so können. Ich werde noch mehr Set-Booster aufmachen. Am Ende der Woche werde ich noch ein komplettes Display für euch aufmachen. Kann ich da schon mal spoilern. Und generell werde ich die nächsten 2-3 Wochen damit verbringen, euch extrem viele Openings zu zeigen von Herr der Ringe-Produkten. Dementsprechend nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und wir gucken mal nochmal an, was wir haben. Wie immer bei solchen Sachen gehe ich so ein bisschen durch und renne so ein bisschen durch die Karten durch. Schau mir an, was da so drin ist. Reprieve. Wenn ich Karten finde, die ich besonders cool finde, über die ich reden möchte, dann halte ich da an. Zum Beispiel bei Reprieve. Das ist ein Remand in Weiß. Für ein Weiß ist ein farbloses Return mit Spell auf die Hand des Besitzers zurück und ziehen eine Karte. Das ist so mächtig, das ist wirklich cool und ich finde die Karte auch wirklich hübsch und sie ist wirklich gut und ja, ach, gute Karte, kann man sich mal ein paar von besorgen. Dann haben wir einen Eomer, Marshal of Rohan. 4-Mana-4-4 Eile, immer wenn ein oder mehr angreifende Legendary Kreaturen sterben, enttappen alle Kreaturen und dann kriegt man eine zusätzliche Angriffsphase, aber triggert nur einmal pro Runde. Das ist nicht schlecht. Insel und Orc Army. Orc Army Tokens. Für den Bowmaster, den wir vielleicht ziehen. Der Bowmaster, eine der teuersten Karten in dem Set. Vielleicht ziehen wir auch den einen Ring, das wäre auch cool. Genau. Ach, hier sind dann die Full Arts einfach so mit drin. Spannend. Farseed, Morgul, Knife Wound, ja. Ja, die guten Morguls. Die guten Nazguls, um genau zu sein, die ja wirklich sehr selten sind. Peregrine Took und Ranger Firebrand. Ein Mana, zwei Schaden auf irgendein Target und Tempts your Sorcery. Dann haben wir Frodo Saurons Bane. Ich muss hier einen kurzen Rant-Ausflug machen. Warum gibt es diese Karten hier nochmal drin? Sie sind in 1000 Varianten verfügbar. Es gibt 50.000 Frodos. Diese Version gibt es in 4 verschiedenen Artworks. Und sie sind im normalen Draft-Booster drin. Okay, verstehe ich, wenn es Draft ist. Sie sind im Set-Booster, im Collector-Booster. Sind sie in den Versionen drin, die da im Bundle drin sind? Was für ein Bullshit. Also sorry, da bin ich absolut kein Fan von. Da sollte man einfach hingehen und sollte die aus den Karten dann rauslassen und dann auch bei den Collector-Displays irgendwie wieder mal was Cooles machen
Oder viel wichtiger, die Bundles mit eigenen Artworks. Warum müssen die Artworks jetzt auch da drin sein? Die hatten sonst immer eigene Artworks. Es wäre so cool gewesen, wenn man dieses Bild von den Vieren, ich habe das Bundle für euch übrigens aufgemacht, das dürfte da oben auch schon die ganze Zeit durchlaufen. Okay, Berserker. Warum konnte man denen nicht ein eigenes Artwork wiedergeben? Frodo Baggins. Mines of Moria. Sehr cool. Gute Karte. Kommt ein Tapdate-Spiel mit Legendaries und man kann Treasures machen. Das ist gut. Bitter Downfall. 4 Mana zu Stande Kreatur. Verliert die Herrscher bis 2 Leben. Und kostet 4 Mana weniger, wenn diese Kreatur Schaden zufügt bekommen hatte diese Runde. Sehr, sehr coole Karte. Mines of Moria in Full Art. Spannend. Ich wüsste jetzt aktuell noch nicht, was ich daraus für ein Deck bauen sollte. Ich meine, ich habe Rot, Weiß und mehr Rot bisher. Ganz cool. Aber ich glaube, ich habe gar nicht genug Kreaturen bisher drin, die da drin sind. Shadow Summoning, Scroll of Isildur. Man kriegt die Kontrolle über eine Artefakt, den man kontrolliert. Wird getemptet. Eine Kreatur tappt man, legt einen Stun-Counter. Stun-Counter, endlich mal Nutzen von Stun-Counter. Und dann ziehen wir eine Karte für jede getappte Kreatur. Spannend. Spannend. Ja. Weiß nicht. Die würde ich nicht reinnehmen. Dann bisher Rot-Weiß Aggro mit einer Menge Legendaries. Und normalen Kreaturen, wie zum Beispiel der hier, der immer Goblins und Orks zerstören kann. Inherited Envelope. Lash of the Balrog. Auch sehr cool. Old Man Willow. Der gute Altmann Willow. Spiteful Bandit Tree. X-Shan, die der Kreatur, die kriegt man einen Treasure Token. Spannend. Ja. Also, ich würde sehr wahrscheinlich Rot-Weiß Aggro mit diesem Pack spielen. Bisher. Naja. Ich sollte ja auch eine Kamera aufmachen. Nicht, dass die Leute glauben, der Blackie hat was ganz Böses gemacht und hat da hinter der Kamera eine gute Karte reingemacht. No Wrath for the Ruin. Auch sehr cool. Ja, das wäre auf jeden Fall ein rot-weißes Aggro Midrange-Deck. Amas Orks. Gib ihm. Sowas hier, davon will ich mehr sehen, damit ich das Deck bauen kann. Press the Enemy. 4 Mana Instant, bringst ein Spell oder Nichtland auf die gegnerische Hand zurück. Können Instant oder Kosti mit weniger Mana Kosten casten. Spannend. Das Enraged Horn. Ja. Rot-Weiß it is. Rot-Weiß Aggro it is. Und gucken wir mal an, was wir für eine Promo haben. Wie immer in diesem schönen Papierbooster, die ich tatsächlich ja sehr feiere. Und gerne mehr davon hätte. Der Arena-Code bleibt versteckt. Dann kriegt man einen Ring. The Ring tempts you fest. Dann, warum hat man jetzt 2 Promos? Ich weiß es nicht. Wir haben 2 Promos. Hat man immer 2 Promos? Ich habe nicht darauf geachtet. Wir haben auf jeden Fall 2 Promos. Einmal Ranger of Ithelion. 4 Mana 3-3 Wachsamkeit. Human Ranger. Das ist ganz cool. Und Frodo Baggins. Ja. Keine Ahnung, ob das normal ist, dass man hier 2 hat. Die eine ist rare, die andere ist uncommon. Dementsprechend kann ich mir das vorstellen, dass das normal ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Daumen gerne nach oben pushen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.